wie ein Riesenspeicher, den man füllen muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Du verspätest dich wegen deiner Mutter. Sie hat ein Problem und ich helfe ihr dabei. Meine Mutter ist Alkoholikerin, aber sie hat mit dem Trinken aufgehört. Und deswegen muss sie jetzt diese Therapie machen. Der Vogel sollte genauso aussehen, männlich sein und einen schwarzen Fleck im linken Auge haben. Erst will ich mal Papageno guten Tag sagen. Das geht jetzt nicht. Ich fass es ja nicht. Papageno muss durch das offene Fenster wieder in seinen Käfig reingeflogen sein. Den zweiten schenken wir einfach meiner Mutter. Tja, natürlich, da bin ich einverstanden. Ich werde nicht kommen zurück nach Seelitz. Scusi. Bitte, Dottore, versuchen Sie, einen neuen Pächter für das Eiskaffee zu bekommen. Viel Glück und grüßen Sie mir alle Kinder. Ich überlege gerade, ob ich nicht die Eisdiele übernehmen sollte. Wir könnten doch die Eisdiele für außerordentliche pädagogische Projekte nutzen. Wir haben uns nämlich entschlossen, die Eisdiele zu übernehmen. Irgendwie finde ich jetzt, dass die Sache mit der Eisdiele 3 Meilen gegen den Wind stinkt. Wieso? Du hast doch Wölfchen erst darauf gebracht. Ich? Na, wer hat ihn denn gefragt, ob er den Laden übernehmen möchte? Ja, schon, aber... Aber was? Mit dem Stress? Ja, falls du es noch nicht gehört hast, unsere lieben Lehrer wollen die Eisdiele übernehmen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Doch, unsere Eisdiele heißt ab jetzt Café Schloss Einstein. Und 16.30 Uhr ist Eröffnung. Zu schnell? Ja. Mir ist eingefallen, bei meiner Cousine in Köln hat der Hausmeister vor 10 Jahren einen Kiosk aufgemacht. Mitten auf dem Schulhof. Ja, und? Ja, die Schule hat ca. 2000 Schüler. Mittlerweile soll er Millionär sein. Du meinst, unsere Lehrer wollen es auch? Ja, die Eisdiele ist erst der Anfang. Es kann sich nur um eine kurze Zeit handeln, bis die Lehrer ganz Seelitz unter Kontrolle haben. Gibt es hier zufällig in der Nähe noch irgendwelche Läden, die leer stehen? Der Friseurladen an der Ecke hat letzte Woche zugemacht. Oh nein, wenn die Lehrer den Laden übernehmen, dann sehen wir bald alles so aus. Manuela, etwas weniger Flüchtigkeitsfehler und du wärst unter den besten 3 gewesen. Romeo, gut gemacht. Emily, sieh mal, weiter so. Augenblick, bitte noch sitzen bleiben. Benjamin, du kannst sicher mehr. Silvia, und das ist die beste Arbeit. So, Kinder, ihr könnt gehen. Ach, Josh, wartest du bitte einen Augenblick? Keine Angst, Alter. Wir sind bei dir. Ich überleb's. Oh, Josh, so geht das echt nicht weiter mit dir. Das ist eine glatte 6. 4, 4 minus, 6. Klar absteigende Linie. Du weißt, was das für deine Gesamtnote bedeutet. Wenn du wenigstens im Mündlichen mitarbeiten würdest, aber nein. Ich habe übrigens gehört, in Geschichte ist dir eine 5 sicher. Wie stehst du denn in den anderen Fächern? Ah ja, verstehe. Also Josh, du kannst dir eine Menge Ärger ersparen, wenn du dich jetzt intensiver um Mathematik kümmerst. Hab ich auch vor. Dir ist klar, dass ein weiterer Ausfall in Mathe reicht, um nicht versetzt zu werden. Ja, ja, ich pack das schon. Es ist 5 Minuten vor 12. Josh, deine Eltern sind bereits vorgewarnt. Und wenn du jetzt nicht anfängst zu arbeiten, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. 29, 30, 31. Okay, du hast gewonnen. Bin mal gespannt, was wir heute so lernen. Na, und zu verteidigen, falls irgendein Idiot uns angreift. Hallo. Hi. Aha, wie ich sehe, wärmt ihr euch schon auf. Sehr gut, dann können wir gleich loslegen. Darf ich um eure besondere Aufmerksamkeit bitten? Emily. Bitte. Also, Selbstverteidigung ist weniger eine Sache der Kraft und Kondition, wie manche behaupten. Das meiste spielt sich hier oben ab. Was soll das denn heißen? Was nützen dir die stärksten Muskeln, wenn du Hemmungen hast, sie einzusetzen? Also, ich habe überhaupt keine. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Paula, trittst du mal bitte an den Rand der Matte? Wir proben jetzt den Ernstfall. Okay, greifen Sie mich an. Ich komme jetzt auf dich zu, als wollte ich dich bedrohen. Stopp. Was ist jetzt das Wichtigste, was du tun musst? Na, zuschlagen. Was wollt ihr denn hier? Ihr habt hier gar nichts zu suchen. Falls ihr es noch nicht wisst, der Kurs ist nur für Mädchen. Haut ab! Augenblick.
Was macht ihr denn hier, Jungs? Na, lernen, wie man sich richtig verteidigt, damit wir eine Chance gegen die Mädchen haben. Ihr wisst doch, dass der Kurs nur für Mädchen ist. Genau, eure Anwesenheit ist hier nicht erwünscht. Und ihr stört nur. Machst du bitte mal alleine weiter? Ich kümmere mich um die beiden. Hallo, Herr Kollege. Was machen Sie denn mit diesem riesen Etwas hier? Doch, ich dachte, wir können uns während unserer Vorträge draufsetzen. Was? Auf dieses Dings da? Na klar, Sie werden sehen, das ist richtig bequem. Außerdem gut für den Rücken. Locker und entspannt, frei und beweglich. Genau das, was wir bei unserem Projekt rüberbringen wollen. Ach, so habe ich das Ganze ja noch gar nicht gesehen. Wollen Sie vielleicht auch mal? Nein, ich glaube, das ist nichts für mich. Nur Mut. Vorsichtig, vorsichtig. Also ich glaube, ich stehe mehr auf Stehpulte. Ja, nach dem Motto, vom Katheder heiß, rinnen soll der Schweiß. Hier habe ich noch was für uns. Ja, sagen Sie mal, Herr Kollege, ist Ihnen gar nicht bewusst, dass Sie damit den ökonomischen Erfolg unseres Projektes gefährden? Mit diesen Sitzkissen hier? Ja, ich habe mich heute Nacht ausführlich mit der neuen Materie beschäftigt. Und im kleinen Handbuch des Gastronomen steht ausdrücklich... Das rosa Kissen das Hungergefühl herabsetzen? Nein, aber das Sitzmöbel einer gut gehenden Eisdiele nicht zu bequem sein dürfen, damit in keinster Weise eine Form von Gemütlichkeit entstehen kann. Ist doch nicht Ihr Ernst. Wir wollen doch, dass die Schüler uns zuhören. Na, noch alles dran? Wie du siehst? Ist sie ausgerastet, weil du nur 5 hast? Ich hab keine 5. Was denn? Eins mehr. Eine 6? Ehrlich? Ja, ich hab wirklich eine 6. Du tust ja so, als sei dir es völlig egal. Ist es ja auch. Ich pack das schon. Was sagt die Galwitz dazu? Die macht einen auf Panik. So wie ich unsere Mathe-Lady kenne, macht die nicht nur einen auf Panik, die lässt sich glatt sitzen. Silvia hat recht, da kennt die keine Gnade. Abwarten, wir schreiben noch eine Mathearbeit. Na klar, und da schreibst du nur eins, du Wunderkind. Im letzten Jahr habe ich es auch geschafft, obwohl ich da im Januar noch 3 Fünfen hatte. Willst du es jetzt wieder mit Amnesie probieren? Nee, das klappt auch ohne. Sei dir da mal nicht so sicher. Und was für einen speziellen Kurs willst du den Jungs anbieten? Weiß ich noch nicht so genau. Vielleicht fällt dir ja noch was ein. Komm, wir gehen erst mal Kaffee trinken. Au. Oh. Was ist? Ich glaube, ich habe mir bei den Fallübungen vorher die Schulter verrenkt. Wie bitte? Davon habe ich gar nichts gemerkt. Tut's doll weh? Jetzt geht's schon wieder, aber vorhin hätte ich heulen können vor Schmerzen. Und warum hast du nicht? Vor dir und den Mädchen? Nee, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Was ist denn das für ein Spruch? Auch als Lehrer soll man vor seinen Schülern zeigen, wenn einem was wehtut. Du meinst doch nicht im Ernst, ich hätte einfach losheulen sollen. Warum denn nicht? Weil ich keine Lust habe, mich zum Gespött von pubertierenden Mädchen zu machen. Du weißt doch genau, wie sowas abläuft. Aber einer muss doch mal damit anfangen. Womit? Nicht immer nur den Helden zu spielen. Ich bin aber ein Held. Es muss doch nicht gerade ich sein, der wegen so einer kleinen Prellung anfängt, loszuheulen wie ein kleines... Ja, sag's ruhig. Wie ein Mädchen. Weißt du was? Genau diesen Kurs werde ich den Jungs anbieten. Guten Tag, Herr Kollege. Hallo. Suchen Sie was Bestimmtes? Haben Sie vielleicht meine Seifenblasen gesehen? Ihre Seifenblasen? Ja, ich suche so ein kleines Röhrchen mit Seifenlauge. Das müsste hier eigentlich irgendwo stehen. Nein, tut mir leid. Ihre Seifenblasen habe ich nicht gesehen. Aber ich wollte Sie mal kurz was fragen. Sagen Sie mal, wie steht eigentlich Josch Fredlein bei Ihnen? Na Josch, also, es könnte besser sein. Warum fragen Sie? Weil er in Mathe stramm auf eine 6 zugeht. Oh, das hieße ja, dass er ernsthaft versetzungsgefährdet ist. Ja, das hieße es. Laut Dr. Wolfert hat er seine Geschichts-5 mit der letzten Arbeit betoniert. Und soweit ich weiß, hat er auch keinen anderen Ausgleich. Ja, und was ist mit dem Förderunterricht? Ach, können Sie vergessen, der Junge ist offenbar völlig uninteressiert an Mathe. Also, soweit ich mich erinnern kann, ist Josch einer von diesen Saisonarbeitern. Der hat im letzten Jahr auch erst kurz vor den Zeugnissen Gas gegeben. Ja, das war im letzten Jahr, aber diesmal muss er sofort Gas geben, sonst sehe ich keine Chance für ihn. Sie meinen also, er muss so schnell wie möglich runter von der Bremse? Ja. Und weil ich im Moment einfach nicht an ihn rankomme, wollte ich Sie, lieber Herr Fabian, bitten, mal mit ihm zu reden.
Ja, okay, mache ich. Aber jetzt muss ich langsam los, sonst komme ich zu spät zur Eröffnung. Halt, Ihr Globus. Danke. Ach, und wegen Ihrer Seifenblasen. Haben Sie mal im Labor nachgesehen? Nee, das mache ich. Gute Idee. Viel Spaß bei Ihrer Show. Bin gespannt, wie viele Leute sich auf die Anzeige gemeldet haben. Mist, ich komme einfach nicht ins Internet. Wie spät ist es eigentlich? Beim nächsten Ton ist es 16:10:05. Mist, ich muss sofort los. Die Eröffnung von Kaffee Schloss Einstein fängt gleich an. Warum eigentlich Kaffee Schloss Einstein? Ist die SD jetzt noch für euch da, oder was? Nein, die heißt nur so, weil unsere Lehrer die übernommen haben. Aber soweit ich weiß, könnt ihr da auch rein. Wenn das so ist, komme ich mit. Und was mit euch beiden? Okay, okay, ich bin dabei. Auf eine Kugel oder zwei. Ob Säugling, Mutter oder Greis. Alle wollen Einstein-Eis. Die Sprüche solltet ihr an Wölfchen verkaufen. Ja, gleich habe ich dich. Rums. Und weg. Du auch. Hallo, Josh. Na? Alles im Griff? So ist das. Ich habe neulich im Internet eine coole Software gefunden, ganz neu entwickelt. Genau das Richtige für dich. Um was geht's da? Um Mathe. Nein, kein Bedarf. Bist du sicher? Was suchen Sie eigentlich die ganze Zeit? Meine Seifenblasen. Hast du zufällig irgendwo so ein blaues Röhrchen gefunden? Meinen Sie etwa das hier? Ah! Ja, danke. Willst du es nicht doch mal mit dem Matheprogramm versuchen? Ich habe gerade mit Frau Gallwitz gesprochen. Aha, daher weht der Wind. Ja, scheint mir mehr ein Orkan zu sein. Also ich finde Mathe langweilig. Ein Schuljahr zu wiederholen ist natürlich spannender, als sich ab und zu mal im Unterricht zu melden, ne? Mich nervt dieses ewige Fingergehebe. Kennst du eigentlich diesen Brahma Panvashnami? Brahma was für ein Ding? Brahma Panvashnami. Das ist quasi ein Spezialist in aktiver Beteiligung am Unterricht. Ist nicht zu toppen, der Junge. Oh Gott, ich muss wirklich los. Tschüss. Ihre Seifenblasen. Besten Dank. Brahma Vashnami? Hey, habt ihr einen Augenblick Zeit? Für Sie doch immer. Oh, danke. Ich wollte mit euch über die neue AG reden. Echt? Tja, ich glaube, ich hätte was für euch. Und worum geht's? Um etwas, was ihr noch nicht könnt, aber ganz dringend braucht. Was wir dringend brauchen, aber nicht können? Was soll das denn sein? Ja, lasst euch überraschen oder traut ihr euch etwa nicht? Natürlich trauen wir uns. Wir sind doch keine Feiglinge. Dachte ich's mir doch. Und ich bin mir sicher, die Mädchen werden staunen. Aber ich dachte, die AG wäre nur für jung. Was haben denn da jetzt die Mädchen mit zu tun? Nichts. Aber dieses Angebot wird eure Chancen bei ihnen erheblich vergrößern. Okay, ich bin dabei. Ich auch. Gibt's denn heute kein Eis? Doch, doch. Herr Fabian muss gleich kommen. Wo steckt der denn nur? Das weiß ich auch nicht. Er wollte nur kurz was holen, aber das dauert jetzt schon geraume Zeit. Darf ich Sie mal etwas fragen, Herr Dr. Stolberg? Ja, aber sicher doch, Elisabeth. Warum müssen wir eigentlich auf Herrn Fabian warten, wenn wir doch nur Eis essen wollen? Alles der Reihe nach, Elisabeth. Alles der Reihe nach. Aber Elisabeth hat recht, ich möchte endlich mein Eis essen. Jetzt hört endlich auf damit. Diese Sitzkissen sind für etwas anderes gedacht. Wir müssen anfangen, sonst ist das Chaos gar nicht mehr zu bewältigen. Ohne Herrn Fabian. Ja, dann zur Not müssen Sie. Aber ich weiß doch überhaupt nicht, was der reden wollte. Ja, nun hören Sie mal, als Direktor fällt Ihnen doch wohl immer was ein. Wann kriegen wir denn nun endlich das Eis? Eis! Eis! Meine Lieben, herzlich willkommen im Café Schloss Einstein. Wenn Sie fertig sind, vergessen Sie nicht, sich auf die Ei zu setzen. Schließlich kommt es nicht jeden Tag vor, dass eine Schule eine Eisdiele übernimmt. Und weil es sich um eine Schule handelt, die nicht von ungefähr Albert Einstein im Namen hat, so versteht es sich von selbst, dass dieser Tag natürlich mit einer großen Überraschung... Nach dieser überaus gelungenen Eröffnung durch unseren Herrn Direktor Stolberg möchte ich euch auf eine Reise durchs Weltall mitnehmen. Bingo. Der Inder Brahma Panvashnami hält einen Rekord, den so schnell keiner überbieten wird. Seit 23 Jahren streckt er seinen rechten Arm senkrecht in die Luft.
Ist ja krass. Er hat in seiner Jugend ein Gelübde abgelegt. Was ist denn das für ein Freak? Ist der irgendwie krank? Nein, der hält seit 23 Jahren seinen rechten Arm freiwillig in die Luft. Das geht doch gar nicht. Ich meine, wie soll er sich denn so an- und ausziehen? Na bestimmt. Nimmt er nachts heimlich den Arm runter. Lotto, hier steht, durch die jahrelange Bewegungslosigkeit haben sich die Sehnen und Muskeln in seinem Arm derart verändert, dass dieser Arm völlig erstarrt ist. Das muss doch aber tierisch wehtun. Was willst du denn mit dem? Hab ich rausgesucht für Kurz und Kleinstein. Als Titelbild für eine neue Serie. Über Versetzung. Verstehe. Der Schüler, der niemals dran kam. Darf ich um absolute Aufmerksamkeit bitten? Achtung! Habt ihr das gesehen? Ja, das war eine Seifenblase. Guckt doch noch mal ganz genau hin. Was soll denn das? Sind wir im Kindergarten? Das soll doch eine Eisdiele sein, oder? Ach, Johannes, kommst du bitte mal nach vorne? Du kannst mir mal helfen. Aber ich dachte, das hier ist freiwillig. Kannst du bitte mal freiwillig zu mir kommen? So, und jetzt achtet bitte noch mal ganz genau auf die Form. Johannes, bitte. Am Anfang ist die Seifenblase unförmig, dann segelt sie los und wird eine Kugel. Kann mir jemand von euch verraten, warum das so ist? Ich hab's doch gesagt, das ist nichts anderes als die Fortsetzung von Schule. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ist doch eigentlich ganz interessant. Also, wenn sich Masse frei im Raum bewegt, dann wird sie zu Kugel, weil das für sie die optimale Form ist. Ist ja irre. Hast du sowas schon mal gehört? Nee. Das Gleiche gilt übrigens, danke Johannes, das Gleiche gilt übrigens für die Erde, die Sonne, die Sterne, also für alles, was frei im Raum schwebt. Also, wenn es jetzt nicht endlich Eis gibt, dann gehe ich. Eis! 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 Ja, Augenblick noch! Augenblick noch! Eis gibt es, wenn wir mit den Vorträgen fertig sind. Bin ich richtig? Ja, aber natürlich. Liebe Frau Seifert, bitte nehmen Sie doch Platz. Die Kinder sind schon unbändig gespannt auf Ihr Referat. Was war doch gleich genau das Thema? Was muss alles in einem Körper passieren, damit jemand beim Tennisspielen den Ball trifft? Also, mir reicht's, ich hau ab. Ich auch. Martin, Hummel sieht dein Eis beim Kiosk. Ja, und was machen wir jetzt mit unserem außergewöhnlichen Überraschungsschokoladeneis? Ist das schon das Neueste? Die Hansen macht eine AG nur für Jungen. Und worum geht's da? Um Mädchen. Ihr spielt doch. Ach, Quatsch. Es geht darum, herauszufinden, wie die Mädchen ticken. Ist doch ganz einfach. Wie Zeitbomben. Also, wenn ich die Hansen richtig verstanden habe, geht's darum, wie man Mädchen am besten rumbekommt. Also eine Art Förderkurs. Super, du hast es erfasst. Wir suchen übrigens noch Teilnehmer. Ohne mich. So eine alberne Tick-Tack-AG brauche ich nicht. Wann fängt denn der Kurs an? Sobald wir mindestens 6 sind. Also, ich bin dabei. Ich auch. An mir soll sich scheitern. Und was ist mit dir, Romeo? Die Hansen freut sich schon auf dich. Hat sie es gesagt? Nein, aber... Okay, aber wenn ich mich langweile, bin ich sofort wieder weg. Also, ich fand das eigentlich ganz interessant. Und du? Ja, klasse Masse. Fliegt enorm, aber nur in Kugelform. Ey, pass auf, dass deine klasse Masse nicht unter die Räder kommt. Ciao. Mögt ihr Eis? Danke, für mich Erdbeer, bitte. Bene. Zackete. Und was ist mit euch? Meine Eltern wollen eigentlich nicht, dass ich was von fremden Leuten auf der Straße annehme. Ah, recht haben sie. Darf ich vorstellen? Mein Papa. Ciao. Ach, guten Tag. Also, wenn das so ist, ich bin heiß auf Eis. Uno, e due. Dankeschön. Danke. Soll ich euch ein Stück mitnehmen? Nein, wir müssen noch zum Training. Und was ist denn mit dir? Ich komme mit. Ciao. 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 Schreib mich mal, wo ich herkomme. Okay, wo kommst du her? Aus der Eisdiele. Da geht vielleicht was ab. Was geht dir da ab, ja? Die Lehrer vom Schloss Einstein haben den Laden übernommen und machen da jeden Nachmittag Unterricht. Mama mia, die Deutschen haben vielleicht verrückte Ideen. Schule in Eisdiele. Wahrscheinlich wegen dieser PISA-Studie. Weißt du eigentlich, warum die Erde rund ist? No. Aber ich nehme an, ist wie bei Auto. Umso mehr Recken, umso langsamer. Und weil die Natur clever ist, ist die Erde rund. Ja? Nicht schlecht.
Papa, sag mal, diese Eisdiele, wäre das nicht auch was für dich? Antonia, bitte nicht schon wieder eine von deinen Geschäftsideen, ne? Aber du hast doch neulich selber gesagt, du willst nicht ewig so ein Laster fahren und gelernter Koch bist du auch. Ja, richtig, aber du weißt ja genau, wir brauchen für diese Eisdiele Startkapital und das haben wir nicht. Allora, basta! Max, du bist jetzt bitte mal ein Mädchen. Sind Sie verrückt? Vorhin hast du doch gesagt, du bist mutig. Bin ich auch, aber... Aber zu feige für einen Augenblick ein Mädchen zu sein, ha? Okay, aber nur 5 Minuten. Danke. So, und jetzt brauche ich noch einen Partner für die zauberhafte Maxa. Hendrik, wie wäre es mit dir? Ja, aber nur, wenn es unbedingt sein muss. Es muss. Okay, pass auf. Du bist jetzt gerade von deiner Freundin verlassen worden. Ich hab doch gar keine. Na, das spielt jetzt keine Rolle. Du kommst zu Maxa und erzählst ihr von deinem Unglück. Hallo, Maxa. Weißt du, was gerade eben passiert ist? Conny ist abgehauen. Diese blöde Kuh. Sei doch froh. Ja, aber ich hab sie doch so sehr geliebt. Aber du hast doch gerade eben gesagt, dass sie eine blöde Kuh ist. Ja, aber erst seitdem sie weg ist. Stopp, Hendrik. Wer versucht's als Nächster? Ich? Bitte, Romeo. Maxa, du, ich bin völlig fertig. Ich weiß mir einfach keinen Rat. Conny ist weg. Sie hat alle meine Sachen genommen. Ehrlich? Auch deine Zauberklamotten? Ja. Das hier ist ihr Abschiedsbrief. Weißt du, was sie geschrieben hat? Dass sie mich nie wiedersehen will. Und dass sie einen neuen Freund hat. Hier, nimm mein Taschentuch. Danke. Möchtest du vielleicht mit mir ein Eis essen gehen? Jetzt gleich? Danke, Max. Danke, Romeo. Sehr eindrucksvoll. Und was lernen wir daraus? Das ist das Erfolgsrezept Nummer 1. Sobald ein Junge heult, werden Mädchen schwach. Nachmittagsunterricht in der Eisdiele, das muss man sich mal vorstellen. Ich fand's gar nicht so schlecht. Und was sagst du, wenn uns die Lehrer demnächst bis aufs Klo verfolgen? Wir sind gerettet. Wie gerettet? Das sind alles Antworten auf unsere Anzeige. Heißt das, wir haben die freie Auswahl? Ach, zeig mal. Hey, die sind ja alle auf Italienisch. Na klar, du Einstein. Wir haben ja auch einen Italiener gesucht. Und was schreiben die so? Keine Ahnung. Antonia wollte nach der Schule zum Übersetzen bei mir vorbeikommen. Weißt du was, die Bewerbung könnt ihr knicken. Hey, wieso das denn? Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass sich die Lehrer so schnell wieder aus der Eisdiele vertreiben lassen. Stimmt, wenn die sich erstmal breit gemacht haben, dann hilft nur noch nackte Gewalt. Und wie soll deine nackte Gewalt aussehen? Wenn ich das wüsste, wäre mir wohler. Morgen! Und wir beginnen gleich mit den Hausaufgaben. Josh, bitte. Ich hab die Aufgaben nicht. Ich hab's irgendwie nicht kapiert. Wir reden später drüber. Anne-Claire, dann fang du bitte an. Also bei der ersten Aufgabe war der zweite Lösungsweg der günstigere. Das heißt, dass man... Josh, ist da irgendwas? Nee, wieso? Weil dein Arm immer noch oben ist, falls dir das entgangen ist. Sie haben sich doch bei mir beschwert, dass ich mich so wenig melde. Ruhe, bitte. Frau Galwitz, kennen Sie eigentlich den berühmten Inder Brahma Panvashnami? Nein? Der hält schon seit 23 Jahren den Arm in die Höhe. Benjamin, lass gefälligst diese Albernheiten. Das ist keine Albernheit, den gibt's echt. Der hat mal so ein Gelübde abgelegt, dass er seinen Arm nie wieder runternimmt. Genau wie Josh. Also Kinder, jetzt ist aber Schluss mit diesem Unsinn. Wer hat dich denn auf die verrückte Idee gebracht? Herr Fabian, Sie haben ihn doch extra bei mir vorbeigeschickt. Wie auch immer. Runter mit dem Arm, und zwar sofort. Josh, wenn du jetzt so weitermachst, kriegst du einen riesen Ärger mit mir. Also, zum letzten Mal. Nimm den Arm runter. Ich zähle bis 3. 1, 2, 3. Alles ist relativ normal. Alles ist uns manchmal echt egal. Denn Einstein hatte nur eine 4 in Mathe und war später mal total. Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen.